Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sommersaison hier am Flumser Berg ist offensichtlich vorbei. Tatsächlich bin ich da schon ein bisschen im Schnee. Jetzt kommt also wirklich der Winter. Aber wir haben ja ganz viel erlebt mit Flumsi TV hier oben während dem Sommer. Da haben wir Summer Attack gehabt, dann Kuhrennen, Gleitschirmflüge, es hat Schlager Open ergeben und vieles mehr. Und wie das ausgesehen hat, das haben wir jetzt hier noch schön zusammengeschnitten für euch. Ich wünsche ganz viel Vergnügen jetzt mit unserem Best-of. Melanie, wo sind wir heute? Auf dem Golfclub Gamsen-Werdenberg. Genau, und was machen wir genau da? Heute spielen wir ein Turnier mit den Sponsoren. Diese Woche ist das VP Bank Ladies Open. Und heute kommen die Sponsoren zum Zug. Wir begleiten sie über den Platz. Wir sind ja heute am Proem vom VP Ladies Open in Gams und wir haben am Morgen schon geschaut mit Christine Wolf, die sich vorbereitet hat und gefragt. Und jetzt fragen wir sie, wie ist es gegangen, Christina? Ja, heute war ein richtig guter Tag. Ich habe, glaube ich, alle Fairways getroffen, alle Grüns, habe ganz gut gepattet, ja. Also heute war einfach ein guter Tag. Ich meine, bei dem Wetter, das wir gehabt haben, kann man es nur genießen. Nächster Höhepunkt bei Flumsi TV, wir gehen fliegen. Und zwar Gleitschirmflüge oben runter hier vom Programm, runter ins Tal. Und wir haben gutes Wetter für euch das erste Mal, wenn ihr fliegt. Ja, das erste Mal. Mhm. Ich würde sagen, dann gehen wir, oder? Ja. Also. Eins, zwei, drei. So gross heute? Ja, heute eröffnen wir die weiteren Bikestrecken. Wir haben im letzten Herbst die erste Bikestrecke eröffnet, den Blue Salamander. Und heute geht es jetzt weiter. Neu bringen wir die Biker bis auf den Prokom und dann können sie dann durchabfahren. Was heisst mit anderen Worten, jetzt werden wir vom Biker Hügeli zum Bikerberg? Ja, das ist unser Ziel. Dann gehen wir das anschauen jetzt. Genau. Jawohl, wunderbar. Tausende von Leuten und vor allem auch noch Katja. Willkommen, Katja. Hallo. Was haben wir vor heute? Ja, wir haben eine riesen Party hier am Berg mit der Andrea Berg, mit dem Traufer, Semino Rossi. Jetzt vorher ist gerade Miss Helvetia auftreten. Wir haben einiges gesehen heute Abend. Ein Liebeslied, eine Traummelodie. Und könnt ihr übernachten? Ja. Da. Sieht noch ein loderig aus. Ja, wir haben den Hering vergessen. Du stehst vor mir, so wunderschön. Trau mich gar nicht, dich anzusehen. So
So, das ist also unser Schlag-den-Star-Team hier beim Banklind Summer Attack. Ganz bekannte Menschen, die sich hier sportlich auf den Berg wagen. Also deine Lippen sind noch nicht blau, du zitterst nicht. Ich glaube, das kommt gut. Vollgas, oder? Vollgas. Gering auch aus Ecken. Jetzt ist es wie so, alle anderen Kühe sind gegangen und du nicht. Willkommen hier. Willkommen. Wir gehen Gleitschirm fliegen. Hier oben runter. Wow, richtig Berg, richtig Tal. Und ich bin total schlecht zu Wegen moderieren. Und das schießt mir ein bisschen an, ich weiß nicht warum. Irgendwie hat mir das Ganze auf die Psyche geschlagen heute. Vielleicht bin ich auch nicht ganz so, ich weiß nicht, vielleicht zu viel Schmerzmittel im Kopf. Ich weiß nicht. Ist auch möglich. Oder noch zu wenig. Sehr gut. Heute ist der Eröffnungsevent, der Summer Eröffnungsevent, der Biker Summer Eröffnungsevent. So, Hurenfuck. Gleichzeitig findet das Sommer-Eröffnungs-Event statt. Das wäre nicht schlecht. Der Anfang wäre nicht so schlecht so. Ja, ja. Nicht aufnehmen! Mit der Foto-Challenge. Mit der Foto-Challenge, mit der Biker-Foto. Da muss ich nachher löschen. Das ist so peinlich. Es geht um Biker Summer Edition und es geht um Biker Foto-Challenge. Und mit dem Bike gehen wir den Berg darauf, nämlich auf der Brotkamba. Die hat nämlich für Biker eröffnet. Hey, nein. Ha? Wenn sie gerade lossäckeln, ich kann mich ja nicht heben. Hey, nein. Nicht im Ernst. Leute. Ja, es sieht wie die Kuh rennt. Ich will nicht, dass die auch so rennt. Geht es wenigstens weiter? Hey, Aisha, da vorne ist das bessere Gras. Ich schwör's dir. Geh mal drüber schauen. Oh je. Oh. Aber nein, wir müssen noch hin. Sie frisst und bewegt sich keinen Meter. Wir geniessen es weiterhin und sagen sehr amen.